Ich hoffe, es klappt jetzt alles. Jo, bist live. Okay, cool. Willst du es haben? Soll ich... Na, mach einfach. Ich guck währenddessen zu. Also soll ich jetzt für alles gehen? Oder soll ich die Sachen machen, die wir gelernt haben? Oder die du gelernt hast? Mach einfach mal einen Mega Man 2 Run, wie du ihn am schnellsten machen wollen. Okay. Also wie du das am schnellsten machst für deine Zeit. Okay. Dann kann ich auch in Ruhe eine rauchen und trinken. Gut, dann muss ich nämlich kurz nochmal. Weißt du, alter Mann und so, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie alt der bekannte älteste Speedrunner ist, aber ich bin mit meinen 49 bestimmt nicht mehr der Jüngste. 49 bist du? Ich bin 49 noch. Mensch. Ich werde 50 Jahre in diesem Jahr noch. Wow. Im Game ist zu laut, sagt der Chat. Prissy? Ja, dann stelle ich mich ein bisschen leiser. Achso, der In-Game ist zu laut. Ja, das Game ist zu laut. Ja, okay. Das ist schön. Mach ich mich wieder ein bisschen. Und du spielst jetzt von der Konsole, oder? Nee, ich spiele auch auf dem Emulator. Okay, weiß ich ja nicht. Weil das habe ich auch schon gesehen bei dem Mega Man 1, ich weiß jetzt nicht welcher Run das war, ich weiß auch nicht, ob er 1 bis 10 jetzt gespielt hatte oder nicht. Da habe ich gesehen, wie er die Module immer gewechselt hatte. Prissy, heißt du noch Simon 3 ja, hinten? Ja, genau, also habe ich gerade auch geschrieben. Also Prissy mit 3 Is und eine 3 am Ende. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich kann ja auch mal Splits anmachen, dann kann man ja viel. Kannst du, klar. Gucken. Ist jetzt natürlich, hast du jetzt keinen, wie ich, jetzt so ein Logo oder sowas, aber ist ja unwichtig. Ja. Jetzt erstmal, ist ja nur zum Demonstrieren und okay. Ziff wird mir sowieso wahrscheinlich die Füße küssen, dass er dann einen Rand von dir hat. Also hier, das sind meine Splits. Du bist ja Weltrekordhalter, oder nicht? Nee, ich bin nicht Weltrekordhalter in dem Spiel. Nein. Aber. Nicht von Mega Man 2 meine ich jetzt, sondern von 1 bis 6. Ja, da bin ich heute. Jetzt ganz frisch. Das war auch echt knapp. 10 Sekunden, glaube ich. Nach 3 Stunden und dann nur 10 Sekunden vorne vor dem Amerikaner. Wobei man immer noch sagen muss, dass Mega Man 2, zumindest zum Ende hin, wenn man jetzt Köln spielt, eine der ätzendsten Bosse hatte. Mega Man 2? Ja, ja. Die Wily Stages hatte die nervigsten Bosse. A. Diese scheiß Wandboss mit den Crashbomben, wenn du da nicht alle richtig gemacht hast, musst du zu farmen. Und genau. Dann noch das Alien. So sieht's aus. Also Alien macht 10 Millionen Schaden. Ich spiele auf Rockman 2. Das heißt, also hier spiele ich gerade auf Mega Man 2. Ich kann aber auch wechseln. Ist das alles nacheinander? Ja. 1 genau. Bis 6 ist, glaube ich, nacheinander. Alles oder nacheinander. Könntest du dir die Reihenfolge aussuchen in Nein. der Theorie? Nein. Auch keine Pause zwischen oder so. Nee, das ist klar. okay, nochmal kurze Frage. Also könnt ihr mich gut hören? Ich mach mal noch Musik an. Ist das okay für euch? Wenn ja, dann sagt ja. Ansonsten starte ich auch gleich direkt. Ab wann wird die Zeit normalerweise genommen, sobald man den Modus gewählt hat und auf Start geht, oder wie? Wenn man auf Start geht, und zwar auf dem Titelscreen, also hier. Ja. Bei der Difficulty-Auswahl. Nach Difficulty. Genau, richtig. Ich mache jetzt doch mal lieber Rockman 2. Weil ich glaube. Kommt mit Alien? Nein, er zeigt jetzt, glaube ich, nur die 8 Roboter. Ich zeige nur die 8 Roboter, genau. Okay, ich mache jetzt mal die japanische Version. Die geht auch ein bisschen fixer. Hoffentlich, wenn ich nicht sterbe. Das ist die schwierige Version auch. Hören wir gut? Ihr hört mich gut? Gut, dann starte ich mal. Immer schön die Vögel. Okay, ich werde euch dann auch. Also, ich werde jetzt auch ein paar Tricks zeigen, die wir nicht gelernt haben. Ja, ist ja nicht das Problem. Ich bin ja noch blutiger Anwender, das passt schon. Ach, das Spiel. Ja,
Und wie gesagt, Mega Man hat mir angetan. Ich habe ja auch ein Zero-Tattoo auf dem rechten Oberarm. Ein, wie bitte? Ein Mega Man Zero habe ich auf dem Ah, Oberarm. oh, das ist ja cool. Hat auch nur 800 € gekostet. Ich will auch mal ein Tattoo haben. Geht ins Geld. Ja, oh fuck. Ich sehe es noch nicht. Da ist nichts passiert. Ist nur ein minimaler Frame-Fehler. Ich habe Clip, also Ledge geklippt. Also war unsauber. Ist aber alles gut. Ich finde das Spiel. Also ich mag. Oh, schon wieder Clip. Ich mag das Spiel nicht ganz so wie die anderen. Weil jetzt. Du kommst ja von X. Von den Ja, ich. X-Games. Die X-Games finde ich sehr cool, weil das halt sehr movement-based ist. Also sehr Ja, viel Geslide. es ist überwiegend Execution, also du musst halt Okay, wirklich Moment, wissen, ich was muss du mich mal tust. kurz. Das war jetzt nicht der optimale Fight. Ich habe das jetzt ein bisschen am Anfang safe gespielt. Man kann den aber noch richtig schnell, also ohne Schaden zu bekommen. So, hab dich unterbrochen. Was meinst Das Spiel ist, die Mega Man X Games sind halt wirklich pur auswendig lernen, wann was zu machen ist, auch wie in den Classic Games natürlich, aber es ist halt nicht so viel Gesippe da drin, eigentlich gar kein Gesippe. Ja. Also sehr movement-based. Ja, Movement, wie ich es halt nenne, Execution-lastig. Ja, Execution-lastig. Also quasi Mega Man 3. Mega Man 3 ist nämlich sehr Execution-lastig. Oder auch die späteren Teile sind alle Execution-lastig. So, immer Spiel am Anfang. Wobei ich auch sagen muss, ein paar Tricks in den X-Games sind halt sehr, sehr gemein. Besonders die Frame-Perfekt-Sprünge, Auch Frame die es da Perfection. gibt. Okay. Dieser Es Sprung hier ist ein gibt bisschen scary. in Mega Man X1 ist der Iceless-Sprung halt im Booba Kuvenga Tower, der ist Frame-Perfekt. Dann hat man noch in X1 glaube ich keinen mehr, aber in X2 und X3 geht es halt dann los mit dem Nova Jump. Der ist auch noch recht perfekt. Da hat man glaube ich nur 4 Frames Zeit, den auszuführen. Und das teilweise dreimal hintereinander. Moment, ich konzentriere mich mal kurz. Zip. Stimmt das eigentlich, Oh, aber. okay. Das war zu schnell. Shit. Der Vorfall. Morgen, Brintro. Guten Morgen. Ich glaube, die sind hier ein bisschen oft manchmal die Blöcke, ne? Die sind nicht cycle-based. Das ist ein bisschen anders als andere Games. Die sind so schnell, wie du schnell bist. Das heißt, wenn du sehr schnell bist, kommen die auch sehr schnell. Deswegen wollte ich halt sehr schnell dadurch. Was man dazu noch sagen kann in diesem Spiel, ist, dass die Droprate sehr gering ist. Man sieht hier, ich farm hier übelst hart. Und da kommt einfach kein Drop. Geht okay, da ist jetzt einer. Ich hoffe, das reicht jetzt. Blöden Tellies. Ja, das reicht. So, mach's nochmal. Und zwar schnell. Nur eine Frage der Konzentration. Okay. Dann nehme ich lieber doch die einfache Route mit Ja, Airman. also da kann man halt sehen, das ist halt nicht ganz so einfach. Und was spart man jetzt, wenn man das nimmt und dann Airman? Nicht viel. 4 Sekunden oder so, glaube ich. Oder 5? Ungefähr so viel. Ungefähr. So, ich werde jetzt was Hartes machen. Also Bock. Ach, komm schon.
Okay, der. Also da sieht man, wie viel Zeit verloren geht. Ja, eine Menge. Wenn der halt langsam ist. Also der Charge, der hat in dem Fight gerade richtig viele 90s, also 90 Frames gegeben. Also langsame. Welches X-Teil man am besten findet, am Speedrun am besten ist, ist der erste Teil. Der ist sehr gut anzusehen, besonders mit dem Iceless Glitch und so weiter, was alles drin ist. Auch mit dem Magic Carpent Plattform, die ist auch cool anzusehen, wenn die machen. Und ansonsten, ja, X finde ich eigentlich sehr cool gemacht und ansonsten X2 und X3 ist halt nur noch Executioner. X2 ist, halt. Aber X2 ist sehr viel komische RNG-Bosse da, ne? Ja, teilweise. Centipede und so? Centipede, ja, aber ansonsten ist es wirklich. Ja, aber alles ist Executioner, lasse ich sonst. Großartig, ja. Ne? RNG ist ja nicht, was du irgendwie manipulieren kannst, leider. So, ich mache jetzt Fast Air. Das ist sehr. Das ist das, was ich meinte. Oh Gott, was mache ich denn? Ja, ich glaube, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil sonst mache ich eine Kacke. Ach so, wenn man stirbt, dann kann man schnell. Dann kann man Heat nehmen. Zu der Waffe Heat gehen. Und aufladen und dann überspringt man die Todesfanfare. Das geht dann schneller. Ansonsten muss man ja, wenn man stirbt, dann noch warten. Aber das muss man nicht, wenn man Heat zu Heat wechselt und dann. Okay, ich. Ja, ja, und zu mir sagen, ich wäre H. Ich wäre Noob, ne? Ja, ja. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Das letzte Mal dieses Game, das war bei meinem Weltrekord gestern. Ja, genau. Gestern früh. Was mache ich denn? Zum selber spielen würde ich alle X-Teile, zumindest vom Super Nintendo, empfehlen. Ab X4 wird es ein bisschen komplizierter, an die Spiele ranzukommen. Und ansonsten, die Classic Mega Man kann man eigentlich auch alle empfehlen, glaube ich, bis auf. Ist das 7 oder 8? Komische. 7 wahrscheinlich. Was meinst du mit komisch? Mit ja, dem komisch. Intro? Ja, allgemein komisch. Ja, also 7 finde ich, interessiert mich überhaupt nicht. Auch vor allem wegen dem Intro. Ansonsten 8 finde ich auch ganz interessant, aber. So, das ist jetzt zum Beispiel so eine richtig schlechte Pan. Da sieht man, dass man überhaupt nicht dodgen konnte. Die ersten beiden Pans. Da kannst du einfach nur reinspringen und hoffen, dass du ein besseres Pan bekommst danach. Das letzte Pan war gut. Und die Wirbelwinde sind in der Luft und wirbeln. Yay! Yay. Okay, so, ich will jetzt einfach mal was Krasses hinkriegen, bis jetzt nur gefällt. Hier kommt ein Zip, der nennt sich Biggie. Wenn ich den hinbekomme, dann wirst du Augen machen. Wenn du den noch nicht gesehen hast, die machen nicht alle. Den machen, glaube ich, nur 4 oder 5 Leute auf der Welt. Der ist nicht einfach. Okay, ich hab's nicht hinbekommen. Also ich wollte versuchen, da in die rechte Wand reinzugehen. Und dann zu setupen. Oh fuck. Also ich. Das Spiel ist impossible. Nee. Okay. Was machst du denn da? Keine Ahnung. Ich habe auch kein Item One mehr. Kann nicht meine coolen Strats hier. Was machst du denn da? So, du switch auf jeden Fall zu Heat da, by the way. Weil, halt wie gesagt, du
kannst Todesfeiern für komplett skippen. So, ich muss das jetzt langsam spielen. Leider. Aber ich kann wenigstens den Clash Crime zeigen. Moin, Kitty. Hoffentlich. Wenn ich nicht mal, wenn ich mal aufhöre zu failen. So, das sind jetzt, hier sind jetzt ein paar Pixel, wo man Item 3 setzen kann und direkt drauf landet. Das ist auch nicht so einfach. Da fand ich meinen Flash-Vogel besser, der da mitten im Weg in der Bauchtreppe war. So, hier kommt Crashman, oder Clashman. Der nichts kann. Der nichts kann. Genau. Der hat mir ein schlechtes Pattern gegeben. Der ist auch ein bisschen RNG-based. Aber ich habe ihm trotzdem noch den Double gegeben. Der auch nicht so einfach ist. Den kriege ich eigentlich auch nicht so oft. So, Quickman. Genau, ich zeig dir mal, was ich meinte. Ja, werde ich ja jetzt gleich sehen. Ich finde schade, dass sie sowas ab Teil 3 wieder weggemacht haben mit dem Vögel und sowas. Fand ich eigentlich eine lustige Idee. Und da ist das Spiel auch schon fast durch. Ne? Während ich mich da knapp 2-3 Stunden abgemüht hatte, ist er da schon fast in 12 Minuten, 30 Minuten oder so, ne, 17 Minuten durch. Ich nicht so gut. Ich glaube, ich werde kein einziges Mal das Time saven. Die Musik in diesem Spiel ist wirklich großartig, finde ich. Einer meiner Lieblings-OSTs. So, ich werde jetzt mal den Softlock-Sip hier mal probieren. Das saved dir nicht viel. Man denkt, dass man gewinnt viel Zeit, aber das ist eigentlich nicht viel. Oh mein Gott. Das ist die schwere Pattern, die er mir gegeben hat. Jetzt muss ich quasi mit Absicht nicht treffen, damit er reinrennt. Weil ich habe auf Rockman 2, auf der japanischen Version, habe ich genau die Ammo, die ich brauche. Das heißt, wenn ich einmal verfehle, dann habe ich ein zu wenig und müsste dann zu Buster switchen. Ja, ich hatte früher auch sehr viel Probleme mit diesem Spiel Casual. Wie gesagt, Casual ist es, finde ich, gar nicht so schwer. Ich war aber auch noch 12, als ich das Spiel gespielt habe. Ja, ich war 21, ne? 21. Ich hab's halt gespielt, als es rauskam. Mhm. Das waren andere Zeiten damals. Oh. Damals gab's noch nicht mal Internet. Ja. Oder doch, gab, aber es war halt... Nicht so stark. Nicht so... voll. Kein 100k. So, hier, das, was du meinst. Bisschen Swag. Das mach ich auch ganz gerne. Und zur Musik schießen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, Remo, ich bin nicht eure Generation, stimmt schon. Ups. Ja, zur Musik schießen ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ja, ne?
generell Speedruns, das kommt immer auf das Spiel an. Es gibt Speedruns, die lernst du nach einer halben Stunde. Und es gibt Speedruns, die, da brauchst du echt. Musst du echt Zeit investieren. Ist auch eine Sache der persönlichen Präferenz. Einige lernen schneller, der andere braucht länger. Auch Präferenz, so wie, was will man erreichen mit dem Spiel? Okay. So, das ist zum Glück Goodwood. Also dieser große, komplizierte Woodsip, der ist nicht so schwer. Und jetzt werde ich gleich sterben, nachdem ich das gesagt habe. Aber der ist wirklich nicht so schwer. Man muss halt nur sich die Route merken. Also wissen, was man macht. Ansonsten passt es schon. Ich werde jetzt versuchen, alle Hunde zu skippen. Okay, ich glaube, ich habe es hinbekommen. So, guck dir das einfach mal an. Doch schon. Das wird. Du wirst denken, was passiert hier. Das war's. Das war der Sip, den du irgendwann lernen wirst. Irgendwann vielleicht mal. Oh, wow, meine gute Stage. Das war wirklich gut. Da werde ich mal Zeit sparen. Zu meiner Bestzeit. Wieso nimmst du jetzt Airman und nicht? Weil. Auf Rockman 2 haben die Bosse ja doppelt so viel Leben. Das heißt, du müsstest zweimal chargen. Und das dauert länger. Ja, das dauert länger als das, was ich gerade eben gemacht habe. So, ich mache eine andere Variante. Hier Bubble, Item 2. Das ist nämlich ein bisschen weniger Lag. Und vielleicht auch einfach. Ich finde es einfacher. Weil man nicht viel. Also man muss nicht springen. Nicht so oft. Ja, Chaos Kitty, das Game hat gerade in der Woodman Stage nicht ganz verstanden, was passiert ist und Ja, hat. ich weiß. Oh! Okay. Okay, ich will jetzt den Item 2 zeigen. Hoffentlich kriege ich mal irgendwie einmal Refill. Ah, das kann ich auch im nächsten Screen machen. So, hier, genau hier. Benutze mal Item 2, um zu skippen. Um zu zippen. Na, komm her. Komm her jetzt. Oh Gott, diese Frösche. Na? Okay. Also das sieht man halt, die Droprate in diesem Spiel ist halt wirklich gering. So, ich versuch's mal. Wenn der mal bitte sterben möchte. Okay. Oh, ich habe das auch schon so lange nicht mehr. Oh, da hatte ich was. Das ist auch so eigentlich mein Lieblingsset, aber der ist halt sau schwer. Oh Mann, komm schon. Aber man hat es ein bisschen gesehen. Also, ich möchte halt komplett durch. Okay, einmal noch. Das ist einmal noch. Shit.
okay. Hat nicht sein sein. Oh! Okay, okay. Vielleicht noch einmal. Ah, nein! Er will uns einfach nur zeigen, Remo ein. Oder wollte es zeigen. Kommt her, Frische. Das gibt's doch nicht. Also, ich bin auf dem Pixel eigentlich. Da, okay. Eieiei, das hat 10 Jahre gedauert. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war vor 1,5 Jahren. Aber das mache ich halt nicht mehr. Es spart Zeit, aber jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, weniger 2 Sekunden, vielleicht 1,5. Aber es ist ziemlich cool. Also, wenn man das hinkriegt sofort, dann spart man da schon einiges so. Und sieht ziemlich cool aus. Für die Fans. Genau. Das war so 8 Robo. Ziemlich durchgeklatscht. So, ne, das waren die 8 Robotmaster. Genau. In 22 Minuten. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Minimal. Ich sag mal, eine gute Zeit wäre so 16:20, 16:30. Minimal war ich langsamer. Minimal. Minimal. Ach, das kriegen wir noch hin. 1-2 Sekunden da. Ja. Okay, dann danke ich dir vielmals, dass du mir ein bisschen geholfen hast. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. An den Chat, danke, dass ihr uns dabei zugeguckt habt, wie ich versucht habe, Mega Man 2 zu lernen. In Zukunft versuche ich dann noch Mega Man 1 bis 1, 3, 4, 5 und 6 zu lernen. Aber eins nach der anderen, ich versuche jetzt erstmal privat Mega Man 2 immer ein bisschen weiterzumachen und weiterzumachen, bis ich da eine Zeit habe, die ich anständig finde mit den 8 Robotmaster. Ich versuche erstmal die 8 Robotmaster wahrscheinlich auf 30 runterzukommen. Genau, und dann, wenn du dich gut fühlst und dann bereit bist, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schicken und dann können wir gerne zusammen wieder uns die Wild Stages anschauen. Der nächste Stream, weiß ich nicht. Also von uns, also von mir, wahrscheinlich innerhalb dieser Woche nicht. Ob die anderen noch streamen werden, kann ich dir nicht beantworten. Und dann ist auch schon fast ESA. Stimmt, ja, ESA ist ja schon direkt da. Das, ich glaube, diese Woche noch. Ich guck gerade mal, was unser Planer sagte. Ende Juli. Also 22. glaube ich. Ja, ich guck kurz mal, was unser Plan sagte. 22. ja. 22., 23., 24. auf jeden Fall. Ja. Es sind noch ein paar. Also morgen streamt auf jeden Fall Ramball mit Reim. Also in Speedrun. Und dann gibt es noch die versprochene Wette von Zorgo mit Bibi Blocksberg. Mit wenig zusammen. Um 21 Uhr. Ansonsten ist bis jetzt nichts geplant, aber kann ja noch alles kommen. Gut. Wir sehen uns dann und wünsche dann noch einen angenehmen Abend. Tschö. Macht's gut, Leute. Ciao.